Muss man nicht jedem erzählen. Herzlich willkommen bei Mrs. Greenery. Herzlich willkommen in meinem Greenery Atelier. Der Name steht jetzt definitiv fest. Ihr habt mir tolle Vorschläge gemacht, aber ich habe mich dafür entschieden, so hat sich es etabliert, Greenery Atelier. Vielleicht habe ich schon mal in einem vorherigen Video gesagt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber so bleibt er. Was ich euch heute aber zeigen möchte, sind neue tolle Produkte. Die sind, finde ich, in letzter Zeit bei YouTube ein bisschen zu kurz gekommen. Wir füllen unser Greenery Sortiment jede Woche mit neuen Artikeln auf, mit neuen Naturdekos, mit Deko-Ideen, mit fertigen Kränzen, mit Ateliergrenzen, dazu später mehr. Aber auch mit Büchern. Ich habe momentan eine richtig schöne, große Auswahl an inspirierenden Büchern für euch im Sortiment. Und im heutigen Video möchte ich euch einfach mal zeigen, was ich momentan so da habe, was Neues ist, was ich euch noch nicht gezeigt habe und mit was ich anfangen möchte. Das sind einmal kleine, süße, fertig gebundene Strohkränze. Und danach kommt eine schöne Auswahl an Büchern. Und dann möchte ich euch noch die Ateliergrenze zeigen. Denn die sind momentan auf YouTube immer ein bisschen zu kurz gekommen, weil sie immer ruckzuck ausverkauft sind. Aber ich würde sagen, wir fangen mal an mit den tollen Trockenblumenkränzen. Die sind natürlich gerade jetzt für den Herbst und dann für die kommende Wintersaison wirklich ganz, ganz, ganz bezaubernd. Schaut euch mal diese klein gebundenen Trockenblumenkränze an. Die sind auf einem ganz, ganz kleinen Strohkranz gebunden und ich finde die wirklich mega. Die könnt ihr einfach so auf dem Deko-Tablet legen. Ihr könnt sie aber auch einem lieben Menschen also als Mitbringsel mitbringen und die machen echt was her und sind natürlich für die Ewigkeit gefertigt, da aus getrockneten Blumen. Was ich auch noch schönes, tolles, neues für euch habe, schaut mal, das ist dieser wunderschöne Zapfenanhänger. Ich habe den jetzt hier mal in eine antike Holzschale mit einer Holzeichel und ein bisschen getrocknetem Eichblatt dekoriert. Aber eigentlich ist er ja zum Aufhängen gedacht. Aber ich wollte euch da einfach mal noch eine andere kleine Deko-Inspiration geben. Also der ist auch ganz, ganz neu. Und was demnächst neu kommt, ich weiß nicht, ob es dann schon online ist, wenn ihr das Video schaut. Aber ihr guckt einfach immer wieder mal rein. Gell, ihr hört schon bimmeln. Guckt mal, das sind die tollen Glocken aus schönem, rostigem Metall gefertigt. Ihr könnt die einfach so ans Fenster hängen. Ihr könnt die vielleicht auch in den großen Kranz mit einbinden. Die sehen super vorm Haus aus. Ihr könnt die einfach an die Haustüre hängen. Dann klingelt es auch jedes Mal schön, wenn die Türe aufgeht. Ich habe übrigens tolle neue Holzzapfen und Holzornamente im Sortiment bekommen. Komplett aus Holz, in verschiedenen Gold- und Silbertönen, aber nur ganz dezent. Also wie ihr mich natürlich kennt, Natur pur. Und ich finde die wirklich, wirklich mega. Ich habe mir überlegt, dass ich da vielleicht hier ein paar hinhängen könnte. Mal gucken, ob die halten. Ja, mega, super. Das sieht doch so ganz nett aus. Von der Beete angucken. Ja, die dürfen so bleiben. Ich hole mal noch schnell die Ornamente. Und wisst ihr was? Nicht nur die Ornamente sind neu, sondern die Holzeiche natürlich auch. Die finde ich auch richtig, richtig schön. Jetzt gucken wir mal. Ich habe mir überlegt, vielleicht könnte man ein Ornament hier an die Seite. Voilà. Und die Holzeichen kommen hier hin. Das ist halt der Vorteil, gell, wenn man mit Holzdeko dekoriert. Das kann dann ruhig mal runterfliegen und es passiert nichts. So, aber ehrlich gesagt, da muss ich mir noch ein anderes Aufhängesystem überlegen. Das passt mir jetzt so noch nicht ganz. Und an Weihnachten bin ich doch meistens auch ganz klassisch unterwegs. Deshalb schaut mal, die tollen Zapfenkränze. Die fand ich so, so mega. Klar, die kann man auch selber machen, aber
Oftmals hat man keine Zeit oder keine Lust, sowas selber zu machen. Und deshalb habe ich mir gedacht, nehme ich die mal fertig ins Sortiment. Vielleicht kann ich euch damit eine Freude machen. Das Tolle daran ist, die sind von beiden Seiten unterschiedlich. Also je nachdem, wie ihr den Kranz aufhängt, habt ihr einmal diese Optik oder dann eben diese Optik. Was ich momentan stark ausbaue bei mir im Greenery Shop, das ist einmal die Kategorie Ateliergrenze. Das sind Unikate von uns hier im Greenery-Team gestaltet. Wirklich alles einzigartige Stücke. Und dann möchte ich noch ein bisschen mehr ausbauen, das Thema Trockenblumen. Aber auch besondere Trockenblumen, wie eben das Thema zum Beispiel Hakea-Blüten, aber auch noch mehr getrocknete Artischocken, mehr Früchte, mehr Zapfen, auch mehr Hölzer. Das ist momentan das, was ich jetzt so neben dem kommenden Adventskranzgeschäft mal ein bisschen vorbereite. Und apropos Ateliergrenze, das ist so ein Thema, ich habe das hier noch nie so wirklich angesprochen auf YouTube, aber das Problem ist, die sind immer sofort verkauft. Also es geht maximal 24 Stunden, dann sind sie weg, weil es eben Unikate sind. Und YouTube-Videos sind ja nicht so schnell, wie es mal eine Instagram-Story. Und deshalb geht das ja auch ein bisschen unter. Aber ich würde sagen, kommt mal schnell mit. Ich möchte euch mal kurz zeigen, was wir momentan da haben. Und was aber wahrscheinlich auch schon wieder ausverkauft ist, bis ihr das Video seht. Ich verlinke es euch auf jeden Fall unten. Ich führe euch einfach mal mit. Guckt mal. Da sind die schönen Stücke. Also, was ich schon mal sagen kann, der hier, den haben wir bereits verkauft. Was noch lieferbar ist, ist dieser schöne Herbstkranz. Perfekt, dann auch vielleicht mit einer LED-Lichterkette an eure Haustüre, dann zu Weihnachten. Was jetzt heute online geht, mal gucken, ob es sie dann noch gibt, wenn ihr schaut, ist dieser Megakranz. Ist der nicht ein Traum? Also ich finde, ich habe sowas noch nie gesehen, den hat die liebe Regina gefertigt. Und ich finde, da hat sie sich wirklich selbst übertroffen. Ich finde ihn absolut mega. Und was auch noch neu online geht, ist dieser kleine Zapfenflechtenkranz mit so kleinen silbernen Highlights. Was ich euch ja zeigen wollte. Einmal die Bücher, ein Teil von den Büchern. Ich habe noch viel mehr drin im Lager. Ich habe jetzt hier immer noch ein kleines Teilsortiment. Dekoriert, genau für euch. Und was ich momentan da habe, das ist das Buch Homebody von Joanna Gaines. Die kennt ihr bestimmt. Sie macht tolle Renovierungsshows, hat auch einen Online-Shop und ein Mega-Imperium aufgebaut. Und ich liebe ihre Art zu dekorieren und zu stylen sehr. Es ist immer sehr natürlich, viel mit Naturmaterialien. Und
ja, irgendwie total mein Geschmack. Und ich mag sie auch von der Person her, wie sie so drauf ist. Und deshalb habe ich mir gedacht, muss das auf jeden Fall ins Greenery-Sortiment. Dann habe ich noch ein tolles Buch für Kinder, aber auch für Erwachsene. Das Museum der Pflanzen. Das ist ein wunderschön gestalteter Bildband. Schaut euch mal die tollen Blumen, Blätter, Bäume an. Es gibt total gute Informationen, gut zu lesen, das eben auch für Kinder geeignet ist, aber natürlich auch sehr für Erwachsene. Also ich mag das Buch wirklich, wirklich sehr und kann es euch nur empfehlen. Und für was es auch sehr gut geeignet ist, falls ihr mal einen tollen botanischen Druck braucht, dann könnt ihr den hier einfach raustrennen und rahmen. Und dann habe ich noch zwei Bücher von zwei lieben Instagram-Kolleginnen. Und zwar von der Christel und von der Efi. Efi von Dekohus hat das Buch Floral durchs Jahr herausgebracht. Tolle Ideen rund ums Thema Kreativsein mit Naturmaterialien. Und die liebe Christel hat das Buch Aus Liebe zum Wohnen herausgebracht. Mit tollen Tipps, aber auch ein paar Rezepten. Also da könnt ihr wirklich drin schmökern, drin versinken. Wenn ihr vielleicht noch was zu Weihnachten braucht, perfekt. Greift zu. Und alle anderen Bücher, die ich noch im Sortiment habe, sind persönlich von mir ausgewählt. Ihr macht damit gar keinen Fehler. Ich habe die für euch getestet, ich habe sie gelesen, ich habe sie für gut befunden und dementsprechend könnt ihr da wirklich vorbehaltlos zuschlagen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, dass ich euch ein bisschen durchs neue Greenery-Sortiment führe. Man kann sich da ja auch inspirieren lassen. Vielleicht habt ihr noch was Ähnliches zu Hause, wo ihr sagt, oh, das kann ich genauso nachdekorieren. Das wäre doch wunderbar. Und jetzt sage ich Dankeschön, dass ihr dabei wart beim heutigen Video. Wenn ihr Lust habt, abonniert mich, das bedeutet mir die Welt. Und gebt einfach auch ein bisschen Unterstützung an meine Arbeit, für meine Arbeit und für meine Videos. Ich mache das nämlich so, so gerne und mich freut es natürlich dann auch, wenn ein bisschen was von euch zurückkommt und natürlich liebe Kommentare. Über die freue ich mich auch immer sehr. Also ihr Lieben, ich sage danke und bis zum nächsten Video. Und bis dorthin, bleibt kreativ, seid kreativ, eure Mrs. Greenery.